So, jetzt würde ich gerne ein Grußwort verlesen von Michael Kleim. Das ist ein Theologe und Mitglied des Schildower Kreises. Der wollte gerne kommen, hat aber leider heute einen beruflichen, also Pfarrertermin sozusagen, den er nicht absagen kann. Michael Kleim ist seit vielen Jahren in der Drogenpolitik sehr engagiert und er schreibt Folgendes. Grußwort Michael Kleim aus Gera an die Teilnehmer der Demonstration Die Menschenrechte von Cannabispatienten achten in Bonn. Ich möchte Sie alle heute grüßen. Leider konnte ich nicht selbst nach Bonn kommen, aber ich versichere Ihnen, dass ich Ihre Forderungen voll und ganz unterstütze. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner schaut hin. Seit Jahrzehnten tobt der globale Drogenkrieg und produziert täglich Opfer systematischer Menschenrechtsverletzungen und einen Abbau der Demokratie. Bei diesem Krieg bleiben auch Patientenrechte und ärztliche Therapiefreiheit auf der Strecke. Es ist beschämend, dass wir hier in Deutschland in einer gefestigten Demokratie noch immer um Selbstverständlichkeiten kämpfen müssen. Darum, dass Schmerztherapeuten rechtlich abgesichert werden, darum, dass erkrankte Menschen die bestmögliche Hilfe erhalten, darum, dass eine potente Heilpflanze angewendet werden darf. Ja, ich sehe es als eine Selbstverständlichkeit an. Hanf in der Medizin, ohne bürokratische Hürden, ohne finanzielle Barrieren und ohne ideologische Scheuklappen zuzulassen. Ich sehe es als Selbstverständlichkeit an, dass die Interessen von Patienten höher gewertet werden als die ideologischen Vorurteile von Politikern und Krankenkassen. Und doch ist die Auseinandersetzung um Hanf als Heilmittel nur ein Aspekt einer verfehlten Drogenpolitik. Es muss uns letztlich darum gehen, den Krieg gegen Drogen endlich zu beenden. Im Interesse der Menschen, im Interesse der Menschenrechte. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Michael Kleim, Theologe und Mitglied im Schildower Kreis. Bravo.